Es ist also wirklich offiziell, Michael Masi ist 2022 nicht mehr offizieller Rennleiter in der Formel 1. Das hat FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem am Donnerstag fast zeitgleich mit der Präsentation des neuen Ferrari bekannt gegeben. Interessantes Timing, weil die Meldung so natürlich ein bisschen unterging. Möglicherweise aber auch gewollt, dass das Ganze ein bisschen untergegangen ist neben dem Ferrari-Launch, um nicht die Headlines, Masi wird von der FIA rausgeschmissen, allzu stark präsent in den Medien zu haben. Rausgeschmissen, das ist streng genommen übrigens auch nicht ganz korrekt, denn Michael Masi, das hat Mohammed bin Sulayem in einer Videoansprache, die die FIA auf YouTube veröffentlicht hat, auch verraten, Masi soll ein neuer Job innerhalb der FIA angeboten werden. Ob er dieses Angebot annimmt und welcher Job das wäre, das bleibt allerdings vorerst offen. Der neue Rennleiter in der Formel 1, das wird in Zukunft nicht eine Person sein, sondern die Last wird auf zwei Schultern verteilt. Auf der einen Seite kommt Nils Wittig zum Einsatz, auf der anderen Seite Eduardo Freitas. Das sind in anderen vier Rennserien erprobte Rennleiter. Interessant dabei, die beiden, so lesen wir zumindest heute das Statement von Mohammed bin Sulayem, die sollen nicht gleichzeitig Rennleiter werden, sondern sich von Rennen zu Rennen abwechseln. Es gibt aber auch eine feste Größe im neuen Management-Team der FIA. Nämlich das Urgestein Herbie Blaise, ein alter Bekannter aus Brabham-Tagen von Bernie Ecclestone, der auch schon sehr viele Jahre bei der FIA tätig ist, der immer die rechte Hand des 2019 verstorbenen FIA-Rennleiters Charlie Whiting war. Herbie Blaise, der wird Permanent Senior Advisor, wie das heißt. Der wird also bei allen Rennen dem jeweiligen Rennleiter beratend zur Seite stehen. Das alles ist jetzt kein Maßnahmenplan mehr, auch kein Gerücht, sondern die Sache ist durch und beschlossen. Am Montag in London beim Treffen der Formel 1-Kommission hat der FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem diese Pläne den Formel 1-Teams, die mit ihren Teamchefs vertreten waren, präsentiert und die Teams haben einstimmig zugestimmt. Außerdem haben auch bereits zugestimmt der FIA Motorsport Weltrat und der FIA Senat und damit ist die Sache auch hochoffiziell durch, tritt in Kraft bereits beim ersten Vorsaisontest der Formel 1 in Barcelona. Dass Masi gehen muss, das war aber nicht die einzige Maßnahme, die bin Sulayem präsentiert hat als Konsequenz dieses unfassbar dramatischen und genauso kontroversen WM-Finales in Abu Dhabi 2021. Der VAR, also der virtuelle Schiedsrichter, er kommt jetzt auch in der Formel 1 und das wird in der Formel 1 so aussehen, dass es nicht ein klassischer Videobeweis ist. Den gibt streng genommen ja ohnehin schon. Auch Michael Masi und sein Team hatten natürlich in der Vergangenheit schon jede Menge verschiedene Kameraeinstellungen zur Verfügung. Dazu kommt jetzt aber das, was die FIA einen Virtual Race Control Room nennt. Die Teams haben ja jetzt schon Control Rooms zu Hause in ihren Fabriken, mit denen sie das Team vor Ort jeweils unterstützen und die FIA macht jetzt was ganz Ähnliches. Da werden also auch ganz viele Menschen vor Monitoren sitzen, das Geschehen überwachen, unter Einsatz modernster Technik, wie es seitens der FIA heißt, und damit dem Rennleiter vor Ort mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Dann war ein großes kontroverses Thema. No, Michael, no. Wir haben es alle mitbekommen. Dieser Boxenfunk zwischen den Teams und dem Rennleiter. Hier hat die FIA gesagt, das drehen wir mit sofortiger Wirkung ab, damit der Rennleiter seine Entscheidungen möglichst unbeeinflusst und in Ruhe treffen kann in Zukunft. Es wird weiterhin, auch das hat die FIA in ihrer Aussendung betont, die Möglichkeit geben, dass die Teams mit dem Rennleiter kommunizieren, allerdings nur noch unter Einhaltung ganz strenger Protokolle. Wie die im Detail aussehen, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Schade ist ein bisschen Mäuschen, so wie wir das im vergangenen Jahr spielen konnten. Das können wir in Zukunft nicht mehr. Gut im Sinne des Sports, schlecht für uns als Zuschauer, die wir natürlich an No, Michael, No unsere Freude hatten. Und dann gibt es noch einen dritten Teil des Plans von Mohammed bin Sulayem, nämlich die Prozedur, wenn sich überrundete Fahrzeuge nach einer Safety-Car-Phase oder während einer Safety-Car-Phase zurückrunden dürfen, die soll nochmal überarbeitet und evaluiert werden. Da gibt es Stand jetzt noch keine genauen Ergebnisse, aber bin Sulayem hat versprochen, dass die präsentiert werden soll einer Formel-1-Kommission noch vor Saisonbeginn 2022 und das beim ersten Rennen somit auch schon in Kraft treten kann. In seiner Ansprache hat der FIA-Präsident wörtlich gesagt: Mit diesem Plan ebnet die FIA den Weg in eine neue Ära. Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Sport. Respekt und Unterstützung für die Schiedsrichter gehören zur Essenz der FIA. Darum sind diese strukturellen Änderungen entscheidend, um die legitimen Erwartungen von Fahrern, Teams, Herstellern, Veranstaltern und natürlich den Fans gerecht zu werden.
Also vieles neu in der Formel 1 Saison 2022, auch das ganze Reglement im Übrigen. Wenn du dir 10 Änderungen anschauen möchtest, die in der Formel 1 Saison 2022 anders sein werden als 2021, dann klick jetzt direkt auf das nächste Video.